Wieso hängen da jetzt so ein Baustellenfoto? Hätten die da nicht was Schöneres hinhängen können? Also diese Gerüste und diese drei Leute da, die offensichtlich nichts miteinander zu tun haben. Hätten die mit der Aufnahme nicht warten können, bis die Baustelle fertig ist? Also ehrlich gesagt, wir Lorenzer, wir finden Baustellenfotos ganz besonders klasse. Denn Baustellen, so ärgerlich sie manchmal sind, sie haben ihre ganz eigene Ästhetik und sie sind wunderbare Symbole für das Leben. Manche Leute sagen, das ganze Leben sei eine Baustelle. Immer ist was zu renovieren, nie ist man fertig. Hier zum Beispiel, dieses Bild. Das haben wir letzte Woche mit unseren MitarbeiterInnen meditiert. Und wir haben ganz verschiedene Sachen gesehen. Zum Beispiel drei Handwerker, ja? Zwei Gerüstbauer, einen Zimmermann. Oder dann könnte man auch noch sehen, dass hier drei wahre Menschen sind. Der eine, schon seit 2000 Jahren nicht mehr als Mensch auf der Erde, aber ein wahrer Mensch, kennt sich aus. Dann haben wir aber auch gesehen, dass hier so Gott und Mensch völlig getrennt sind. Also der blickt an ihm vorbei, der blickt wo ganz anders hin, könnte man auch sehen. Wir haben aber auch gemerkt, dass man sagen kann, hier sehen wir drei geistliche Wesen, Gott selbst und zwei, die offen sind für den Geist. Also ganz unterschiedliche Blickwinkel. Es ist vielleicht wirklich gut, Baustellen zu fotografieren und vor allem dann die Bilder zu meditieren. Aber beim Thema Baustelle fällt mir was ein. Kommen Sie doch mal mit. Auch unser Pfarrhof war in den letzten Jahren eine riesige Baustelle. Hinter der historischen Fassade wurde alles neu gemacht. Und das hier ist der neue Grundstein. Da steht drauf, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Das stimmt doch nicht. Denn hier wurde ja ganz offensichtlich von anderen der Grund gelegt, liegt ja hier. Schon vor Hunderten von Jahren. Und dann nochmal jetzt 2015. Ich weiß, da ist eine Tageszeitung eingemauert, eine Liste von Namen derer, die hier gearbeitet haben und Geld aus der Zeit. Ganz viele haben hier Grundlegendes geleistet. Sie haben den Grund gelegt. Warum dann also dieses freche, einen anderen Grund kann niemand legen? Gibt es einen Grund unter diesem Grund oder einen Übergrund? Was, wenn diese Inschrift da stimmte, wenn der Grund wirklich von Christus gelegt ist? In meinem Leben, ganz egal, welche grundlegenden, schönes Wort, welche grundlegenden Entscheidungen ich in meinem Leben treffe, also ob ich den Grund für eine Familiengründung lege oder den Grund für einen frühen Ausstieg aus der Arbeitswelt, ob ich in der ersten Hälfte des Lebens eher aufbaue oder
in der zweiten Lebenshälfte eher loslasse. Wenn für alles Grundlegende im Leben ein Grund längst schon da ist, der meine Entscheidungen im wahrsten Sinne des Wortes trägt, wie wäre das? Und der vor allen Dingen nicht wackelt. Im Licht dieses Verses hier, da wird dann zum Beispiel auch dieses Baustellenbild von da oben noch fröhlicher. Dann stehen nämlich diese mittelalterliche Kirche und die neuen Gerüste auf dem festen Grund Nürnbergs, aber eben auch noch zusätzlich auf dem noch festeren Grund des Gottvertrauens. Ich gehe ja täglich mehrmals über diesen Grundstein, ohne ihn so richtig zu bemerken. Das soll sich jetzt ändern. Ich nehme mir mal vor, mit Ihnen als Zeugen, dass ich in Zukunft hier öfter mal innehalte und über das Grundlegende nachdenke. Das Grundlegende in meinem Leben. Meine Beziehungen, meine Sehnsüchte, meinen Beruf und meine Entscheidungen. Und darunter liegt dann der Grund, auf dem alles feste ruht. Christus, der meinem Leben sicheren Grund gegeben hat. Ich weiß, das zu glauben ist nicht immer einfach. Aber grundsätzlich macht der doppelte Untergrund meine Schritte fester, sicherer und leichter. Amen. Danke. Wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Segen unseres guten Gottes sei mit Ihnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.